Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute Carmela Holtgräbe von der Bundesbank, Head of Digital Office, bei uns haben. Wir sind ja seit gut 2 Jahren jetzt Mitglied im Tech-Quartier. Wir haben schon ganz unterschiedliche Formate mit euch gemacht, von Tech-Infusions, Workshops, Scoutings, und wollten jetzt gerne ein Thema tiefer legen und das intensiver beleuchten und uns intensiver damit auch auseinandersetzen, wie sich Startups einer Fragestellung von uns von verschiedenen Perspektiven nähern. Wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was ihr euch von uns erhofft habt und seit wann ihr Partner seid. Gibt es denn darüber hinaus strategische Gründe oder Ideen, warum ihr das ausgerechnet im Tech-Quartier machen wollt? Oder habt ihr einfach gesagt, gut, es ist halt in derselben Stadt, es ist im gleichen Zentrum? Also die örtliche Angebundenheit spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle, ne? Ja. Wir wollten ja auch gucken, wie wird hier gearbeitet. Ja. Wie funktioniert es eigentlich, so ein Inkubator? Ja? Also wer kommt hier zusammen? Und zwar nicht nur das Tech-Quartier und die Startup-Community, sondern auch die anderen Partner. Also sei es die Universitäten, sei es andere Mitglieder im Tech-Quartier. Wie können wir auch als Corporates oder als Institutionen, ja, als Behörden voneinander lernen und profitieren in einem solchen Setup und in einem solchen Kontext? Was war für dich das wichtigste Ergebnis und welchen Einfluss hat es aus deiner Sicht auf die Fachbereiche oder auch auf gemeinsame Projekte genommen? Zwei der Ergebnisse oder zwei konkrete Projekte, die wir jetzt auch umsetzen, sind NLP-basiert. Das ist für uns sehr spannend, diese Technologien besser kennenzulernen, weil wir glauben, dass wir sehr viele Anwendungsfälle in der Bundesbank haben. Ein ganz konkreter kommt aus der Bankenaufsicht, da geht es um das Auswerten von Geschäftsberichten, von Bilanzen, von G&V-Rechnungen. Und wie machen wir das bislang? Bislang machen das Kolleginnen und Kollegen aus der Aufsicht manuell. Das ist sehr zeitintensiv. Und dass diese großen Textdateien anders ausgewertet können, dass wir die viel schneller mit Hilfe von NLP verstehen können, die relevanten Stellen raussuchen können und das mit Leben füllen und implementieren, das ist jetzt ein ganz konkretes Ergebnis und das freut uns sehr. Ja, hört sich spannend an. Lass uns doch das Ganze mal aus Gesamtunternehmenssicht betrachten. Was war aus deiner Sicht die einflussreichste Veränderung, so wenn man in Richtung Innovation schaut, für die Bank? Einmal haben wir vor 3 Jahren eine digitale Agenda für die Bundesbank entwickelt und verabschiedet. Und in der ist Innovation auch als solches verankert. Und der Aufbau unserer eigenen Innovationswerkstatt. Wir haben jetzt in der Innenstadt, im Trianon, unser Innowerk in Betrieb genommen im Sommer. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Meilenstein, dass wir da einen geschützten Raum haben, in dem Kolleginnen und Kollegen von uns, vom Eurosystem, aber auch von der internationalen Zentralbank-Community, der BITS, zusammenarbeiten können an neuen Ideen und dort auch euch, die Startup-Community, andere Partner reinholen können und mit denen zusammen an neuen Ideen arbeiten können. Und zwar so, dass wir uns auch trauen, Sachen zu verwerfen und wieder neu anzufangen. Also, dass es ein Raum ist, in dem man, scheitern ist so ein schweres Wort, aber in dem man Sachen ausprobieren kann und lernen kann. Damit kann ich eigentlich aufgreifen, was du gerade schon während deiner Antwort gesagt hast. Ist aus deiner Sicht das Thema Innovation, neue Technologien damit auch ein Muss für die Zentralbanken? Ja, absolut, ja. Also, wenn wir unsere Kernkompetenz Analyse und Stabilität in Zukunft genauso gut wahrnehmen wollen, wie wir das jetzt machen, dann brauchen wir dafür Technologie und wir brauchen dafür Veränderung und wir brauchen dafür Adaption und Schnelligkeit. Und all das geht nur, wenn wir uns öffnen und mit neuen Partnern zusammenarbeiten, mit neuer Forschung zusammenarbeiten und einfach Technologien ausprobieren. Wir würden gerne noch mal ein bisschen mehr über euch als Team, über dich sprechen. Wie ist denn das Ganze zustande gekommen? Wie bist du zu deiner Rolle gekommen? Wie ist das Team aufgebaut worden? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also
Wir sind ja eine kleine Einheit, das Digital Office. Wir sind nicht Teil eines Business-Bereichs, sondern wir sind an Bord aufgehangen. Wir sind eine Querschnittseinheit, die zum einen den Hut auf hat, neue Ideen reinzuholen, Impulse zu setzen, die den Hut auf hat, quasi die Aktivitäten des Hauses auch zu koordinieren. Wir haben den Hut dafür auf, im internationalen Zentralbankenkontext für Innovationen die Bank zu vertreten und Kooperationen aufzubauen und auszubauen und haben somit quasi einen Hut nach innen, ja, die Binnendigitalisierung unsere eigene und den Hut nach außen, neue Ideen reinholen, neue Partner und andere Formen von Zusammenarbeit auszuprobieren.